motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui moyen nous pour commencer. 18. Juni. Wir wollten heute nach Liberoa. Leider springt der Motor nicht an, nichts zu machen. Und Marco von der Rosa 2 hat jetzt mal eben seine Batterien ausgebaut oder seine Batterie und sie uns vorbeigebracht. Oben regnet es doch nicht so stark wieder unten. Super nett, vielen Dank. Ja, gar kein Problem. Das ist eine neue Batterie, ne? Ja, die wir da drin haben. Explodiert auf die Ziel hier. Komischerweise. Also sonst machen wir schon immer mal den Motorhauptschalter raus. Weil wir wissen, dass das ab und zu passiert. Ja. Aber jetzt haben wir auch die zwei Tage hier. Das hast du irgendwo einen Abnehmer. Nach 6 Wochen verlassen wir Lukuhiva. War schön, aber der Abschied fällt uns jetzt nicht so schwer. Es regnet nämlich schon den ganzen Tag. Jetzt geht es nach Tahuata. Das ist ein bisschen südlich von Hivahoa. Wir brechen hier um 15 Uhr auf, nachdem wir unser Motorproblem gelöst haben. Der läuft wieder. Es sind ungefähr 80 Meilen direkter Weg, aber wir werden wahrscheinlich den Kurs nicht anlegen können. Deswegen müssen wir noch mal einen Schlag nach oben machen. Wir hoffen, dass wir so morgen Mittag dann da sind. Wir haben einen Fisch an der Angel. Der war schon fast hier. Hat aber wieder rausgezogen. Deine Vermutung ist ein Tuna. Ich vermute Tuna, weil er auf Tiefe geht. Oh Gott, einen großen Fisch. Riesenwahu. Königsmakrele. Herrschaftszeit, wer soll das alles essen? Hey, nein, war das eine Arbeit? Aber es ist ein Wahu. Was sagst wow, du? 1,50 Meter. 1,50 Meter? Jupp. Ja, der Wahnsinn. Voll glitschig. Ja. Warte, ich muss mich hier festhalten. Ja. Warte. Oh, siehst du's? Die Tilt. Macht er nicht. Macht er nicht? Nee. Ach. Nach einer anstrengenden Nachtfahrt, 20 Stunden, ist unser Ziel in Sicht. Das ist Hivahoa und dort ist Tahuata, wo wir hinwollen. Endlich ist wieder schönes Wetter. Hier durch den Kanal, da pfeift es mit bis zu 25 Knoten. Und wir dachten, wir sind allein in Französisch-Polynesien. Nein, da liegen schon 8 andere Boote. Willkommen, angekommen im Paradies. Also das sind ja, die haben Tricks drauf. Die Franlis hier haben Tricks drauf. Jo. Hallo? Kannst dich jetzt gerne bewegen. Komme mit Vollgas. Perfekt. Passt. Goodbye. Dankeschön. So liebt der Captain das den Morgen. Vor dem Frühstück schwimmen gehen und dann ist da jemand aktiv am Putzen schon wieder. Und guckt euch das schöne Wasser an. Da lächelt sogar die Annette. Weil sie sonst nie lächelt. Die Arme. Wir laufen Atoona an auf Hivahoa.
Wir segeln eigentlich richtig schön mit 4,5 Knoten, stark gerefft. Und die Strömung ist auch mit uns, aber die Welle kommt gegen die Strömung. Und deshalb ist hier so eine fiese Welle, ziemlich hoch und steil. Angekommen auf Hivaoa. Jetzt kommt erstmal das Übliche. Wir müssen irgendwo den Müll wegbringen. Wir haben einen guten Platz für unser Dinghy gefunden. Hoffen, dass das Wasser hier nicht oder dass es hier nicht trocken liegt nachher. Und jetzt schauen wir mal auch dann, ob wir unseren Propeller kriegen. Das ist die Ankerbucht von Atuona. Hier kann man Gott sei Dank sich hinter der kleinen Mauer dort verstecken. Aber es ist schon ganz schön voll. Und wie man sieht, da hinten die Limelight schaukelt trotzdem ganz schön. Wollen wir jetzt mal ins Dorf gehen? Das sind ungefähr so 3 Kilometer. Mal schauen, was es da Schönes gibt. Und da kommt die Aranui. Das Versorgungsschiff, was alle 3 Wochen die Insel anläuft. Und gut, dass wir schon außerhalb der Ankerverbotszone geankert haben, weil die da drinnen standen, mussten heute alle weg. Oh, das sieht ganz schön eng aus und ich möchte mit dem Boot nicht da vorne stehen. Jetzt fällt der Anker und dann schiebt sie sich an die Kaimauer. Also der muss schon fahren können, der Kapitän. Wird jetzt fleißig ausgeladen. Oben sieht, die haben sogar Landungsboote mit an Bord. Damit erreichen sie nämlich dann die Inseln, wo das große Schiff nicht anlegen kann. Die sind hier gut organisiert in Französisch-Polynesien. Wir sind im Veletaoa-Tal. Und hier ist eine der wichtigsten Ansammlungen von alten Gebäuden und Ausgrabungen und Leute. Und das hier mitten im Dschungel. Und es sieht hier alles aus wie ein Garten, der angelegt wurde, aber das ist hier Natur. Hier ist der Dorfplatz gewesen und ringsrum waren, wie wir vorhin auf dem Bild gesehen haben, dann die Häuschen. It's a nut. Ja. Ist wie eine Nuss. Marron, hat er gesagt. Marron. Right? It's marron. No. Famille. Aus der Familie der Maronen, also voilà. Die Kastanie. Und hier tief im Wald hat man einen Tiki versteckt. Das ist der Tiu. Heißt der Gute. Aber man kann noch ein bisschen was sehen, ne? Ja, so die Augen. Michael erntet. Das ist ein Kastanienbaum. Zumindest ist er aus der Familie der Kastanien. Und diese Früchte sind essbar, wenn man sie 2 bis 3 Stunden kocht. Allerdings muss man sie vorher erst knacken. Wo liegt denn seine Frau? Wir sind hier auf dem Friedhof von Atuona und an dem Grab von Jacques Brel, einem belgischen Sänger. Warum da eine Frau noch bei ist, keine Ahnung, vielleicht liegt seine Frau auch hier. Auf jeden Fall ganz berühmt und muss man gewesen sein. Und da waren wir jetzt.
die haben hier alle einen super Ausblick. Und aber viele Gräber sind verfallen und es sieht doch sehr ungepflegt aus. Jetzt kriegen wir gezeigt, wo derjenige liegt, den wir suchen. Und da oben der Berg, der ist schon seit Tagen in Wolken. Mal gucken, ob wir den noch mal ohne Wolken sehen. Cool, dass du da hinten diese Figur mit drauf hast. Und da haben wir ihn gefunden. Den Paul Gauguin, 1903, hier auf Hivaoa verstorben. Ein ganz berühmter französischer Maler und Bildhauer. Hier liegt er. Wir haben uns ein Auto geliehen und fahren mit Doro und Frank über die Insel. Und sind jetzt schon im Hochland. Hier alles Kiefern. Herrlich sieht das aus. Guckt euch das an. Wie in der Schweiz, würde ich sagen. Da sind wir auf der Nordseite von Hivaoa. Super ausgebaute Straßen hier auf Hivaoa. Das sollte man gar nicht denken. Wir hatten extra 4x4 gerätet, aber das war eigentlich gar nicht notwendig. Das ist herrlich. Ja, es ist halt Frankreich, ne? Hier spielt man Boccia. Hier gibt es einen Boccia-Wettkampf. Und die nächsten Tikis warten auf uns in Maea Ibona. Sich auch noch einer versteckt, tief im Dschungel. Haben wir jetzt den einzigen lächelnden Tiki in Polynesien. Mitten im Dschungel haben wir den gefunden. Und da ist das Expeditionsteam, was mich begleitet hat. Hier im Dschungel. Ja.
Picknick hier am Strand. Oh, wir haben wieder jemanden gefunden, der uns Früchte gibt. Das ist Wahnsinn. Hallo. Wenn Kokosnüsse gefischt. But the taste is different. Oh. Wir sind hier bei Privatleuten. Und haben jetzt Avocado bekommen, Pamplemousen, jetzt kriegen wir Kurkuma. Kurkuma. Wow, ist das toll. Ja, das war super, dass wir da nochmal in das Tal gefahren sind. Familie war so super nett und das ist jetzt hier vielleicht 30% unserer Ausbeute. Also ich zähl mal ein bisschen auf. Limetten, Pampelmusen, Avocados, Sternfrucht, Sauersup, Caramon, Bananen, Guyave und wie heißt das mit diesen roten Dingern drin, was deine Mama so gerne mag? War auch noch irgendwo. Und das hier ist, glaube ich, dieser... Ah, Granatapfel. Granatapfel, genau, da ist es doch. Also, da haben wir reichlich jetzt. Ja, so isst man eine Pampelmuse. Ist die auch lecker? Zuckersüß. Total super. Da ist meine Frau in ihrem Element. Gute Musik und das Essen wird angerührt. Es sieht alles so grün aus, also es ist viel Gemüse, was sie liebt. Jetzt wird die Soße vorbereitet, schön gemixt, damit sich auch alles gleichmäßig verteilt. Dann gehen wir an den Gewürzschrank, holen die Spezialmischung heraus, geben noch ein bisschen dazu, rühren das Ganze wieder um und schütten es dann in den Topf. Das noch einmal ordentlich durchgerührt und schon ist das festliche Mahl fertig. Lecker, sag ich euch. Ja, guckt euch an, was die Annette hier rausgefischt hat. Einen schönen Außenbordmotor da. Und hat sie nicht gesehen, jetzt ist das da schön verklemmt. Das ist super. Scheiße. Total gut. So, lass mal runter. Ach du Scheiße. Ach du armer Arsch. Ja, super. Jetzt hat er tausendmal rumgeschwungen. Aber denn das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist alles, hä? Das gibt's ja wohl nicht, ne? Ich hab gedacht, ich lasse jetzt mal hier die Kette oben ein bisschen los. Und vielleicht kannst du das dann da irgendwie austüddeln, ja? Brauchst du Handschuhe? Ja, wenn es nicht heißt, ja. Aber wenn du den draußen mal runterfängst, passiert nichts.